Hallo zusammen, guten Tag. Heute möchte ich euch gerne eine kleine fröhliche Tischdekoration für Ostern zeigen. Vor allen Dingen, die auch euren Kindern gefallen wird oder auch den Enkelkindern. Dazu brauchen wir dann heute ein Eierbrett, ein paar Eierkerzen, ein bisschen Naschsachen, so kleine Häschen, Ostereier, ein bisschen Schnecken habe ich ausgesucht. Dann habe ich noch ein paar bepflanzte Eier, so mit den Frühlingsblumen und auch Narzissen, so große, die wir dann auch dazu nehmen. Und die Gläschen brauchen wir nachher, um diese Narzissen einzustellen. Ja, das war es dann schon. Ein bisschen Moos natürlich. Gell? So. Dann fange ich mal mit den Kerzen an. Ich habe jetzt bloß mal drei ausgesucht und so ein bisschen Schneckenhäuser, so lange so zwei Stück. Da habe ich ein kleines Zwiebelchen reingetan, so eine kleine Steckzwiebel. Und die Gläschen für die Narzissen. Und dann stelle ich mal zwischendurch die gepflanzten Eierschalen. Das sind die Zwiebelchen ausgewaschen und einfach nur mit Moos in die Eierschale reingesetzt. Das sind so kleine Narzissentriebe. Das ist diese schöne duftende Narzisse. Da muss man natürlich aufpassen, dass man aus der Reichweite der Kerze ist, dass uns da nichts anbrennt. Es wäre schade um die Blumen. Da nehme ich dann extra so diese kleinen Sachen, die nicht so ausladend sind, die dürfen dann in der Nähe sein. Hier habe ich noch eine ganz besonders kleine Narzisse, so eine Mini-Narzisse, die darf auch mit ihrem Moos Nestchen da dazwischen rein. Immer gucken, dass auch das Moos weg ist von der Kerze. Und die blaue Muskare ist immer sehr schön hier. Brauchen wir noch Wasser für die Gläschen. Das sind so kleine Schnapsgläschen. Oft hat man nicht solche Mini-Vasen, dann tut es dann auch sowas da rein. Die passen gerade in diese Eierschachtel rein. Und die verteile ich so ein bisschen. Dazwischen rein. Ach, da habe ich noch eins. Das ist das letzte Gläschen. Wenn ihr nur drei Gläschen zu Hause habt, das geht auch. Das ist überhaupt kein Problem. Mal gucken, wie wir das jetzt hier noch reinsetzen. Da. Das sind so ganz tolle gefüllte Narzissen. Jetzt bei dem Regen und bei dem Sturm sind die natürlich abgebrochen. Aber für unsere Arbeit sind die jetzt ganz ideal. Die passen genau in diese Gläschen rein. Und bringen uns einen richtigen Leuchtpunkt in unsere Tischdekoration. Die sind halt durch den Regen und durch den Schnee, sind die Köpfe sehr schwer geworden. Und dann sind sie leider abgeknickt. Aber man kann sie natürlich jetzt für so eine Arbeit ganz wunderbar verwenden. So, den kann ich ein bisschen hochstellen. Und jetzt in diese Zwischenräume
setze ich jetzt einfach diese Ostereier rein, so ein kleines Schokoladenhäschen. Da warten dann schon die Kinder immer drauf, dass sie sowas dann auch naschen können. Ruhig auch zwischendurch verstecken, dass sie auch richtig suchen müssen. Und was auch noch ganz hübsch ist, sind so kleine Steckzwiebeln, die ich gerne dann auch so da unten reinsetze in diese kleinen Löcher von diesem Eierkarton. Da fehlt uns noch was. Immer noch eine rote Zwiebel dazu. So, und dann habe ich hier noch so kleine Keramikvögelchen. Die passen auch noch so nett dazwischen rein. Und wenn ich sehe, ach, da ist noch ein Loch, wo der Vogel besser hinpasst als das Ei, dann tausche ich das mal ganz kurz. Und wichtig ist natürlich, dass man diese Eierschalen auch angießt. Ich habe dazu halt diese Wasserflasche hier, aber das könnt ihr auch mit einer kleinen Trinkflasche machen. Das geht genauso. Oder halt vorher angießen, bevor ihr es reinsetzt. Aber wichtig ist immer wieder mal ein bisschen Wasser rein, nicht zu viel, dass das Eierbrett nachher nicht durchweicht. Halt, der hat noch nichts. Der braucht auch noch ein bisschen. Jetzt haben wir alles schon ausgefüllt. So. Und ihr seht, wie schnell das ging. Es ist eine kleine fröhliche Dekoration. Die Kinder werden sich freuen, die Enkelkinder werden sich freuen, weil es immer was zum Naschen gibt dazwischen. Und ich hoffe, es gefällt euch. Es ist eine schlichte Sache, sowas hat man auch daheim. Und ich wünsche euch viel Freude beim Nachmachen. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.